oder Mädchen. Egal, Hauptsache gesund. Die meisten von uns würden diese Idee unterstützen, oder? Aber was ist für die Gesundheit der Mutter und des Babys nötig? A. Genügend und richtige Ernährung. Forscher empfehlen für werdende Mütter, grundsätzlich nicht zu viel zu essen. Das Essen soll hauptsächlich aus Obst und Gemüse, mageres Fleisch oder Fisch und Vollkorn-Kohlenhydrate bestehen. Susan L. Carmichael, Professorin an der Stanford University, hat mit ihren Forschungen bestätigt, dass der Verzehr von Vitamin B und Folsäure zusammen mit geeigneter Nahrung das Risiko von Neuralrohranomalien lindern kann. Die Praxis bestätigt, dass der Verzehr künstlicher Vitamine zu Geburten von 4 Kilo schweren Babys führt, die durch die Körpergröße schwieriger zu gebären sind. Man würde glauben, weil sie größer sind, seien sie auch lebensfähiger. Aber das ist nicht richtig. B. Genügend Sauerstoff. Laut vorsichtigen Schätzungen kommen jährlich etwa 3000 Kinder in Deutschland zur Welt, dessen Nervensystem durch Sauerstoffmangel teilweise oder ernsthaft beschädigt ist. Viel höher ist die Zahl der Kinder, die kleinere Gesundheitsprobleme haben, etwa Bewegungsstörungen, Dyslexie, Dysgraphie, ADHS. Auch hinter diesen Erscheinungen steckt Sauerstoffmangel. Fachleute diskutieren immer noch darüber, wann und warum dieser Sauerstoffmangel auftritt. Früher dachte man, dass es während der Geburt passiert. Die Erfahrung zeigt aber, dass die vorherigen 9 Monate viel wichtiger sind. Der Zustand der Neugeborenen hängt viel mehr davon ab, wie wohl sich das Baby in der Gebärmutter fühlt. Wie gesund der Zustand dort für es war. Einige Forscher betonen, dass für eine Schädigung des Nervensystems es ausreicht, wenn der Sauerstoffgehalt weniger als normal ist. Eine ausgesprochen starke Sauerstoffmangelzufuhr ist hier gar nicht nötig. C. Guter Zustand der blutbildenden Organe. Ab der Anfangsphase der Schwangerschaft steigt die Blutmenge der werdenden Mütter. Die Blutgefäße enthalten 30-50% mehr Blut. Diese Änderung ist nötig, damit die Entwicklung des Embryos mit genügend Sauerstoff und Nährstoffen ablaufen kann. Die werdenden Mütter brauchen auch Blutreserven, um auf den Bedarf des Babys schneller reagieren zu können. Sie müssen sich auch auf einen eventuellen Blutverlust während der Geburt vorbereiten. Werdende Mütter wollen selbstverständlich das Beste für sich und auch für ihre Kinder, und wir können dabei helfen. Ich möchte jetzt 2 Nahrungsergänzungen empfehlen, die 100% natürliche Lösungen auf die oben genannten Probleme bieten. Dazu brauchen wir nur eine Alge und einen Pilz. Und auch noch eine Firma, die 2 Jahrzehnte Erfahrungen in diesem Gebiet hat und der größte Ganoderma-Hersteller der Welt ist. Ich habe in 8 Punkten die wichtigsten Eigenschaften des Ganoderma-Pilzes und der Spirulina-Alge zusammengefasst, um zu erklären, warum der Verzehr sich lohnt. Erstens, Spirulina ist eine sogenannte Grün-Blau-Alge, die alle essentiellen Aminosäuren enthält. Diese kann unser Organismus nicht selbst herstellen. Wir müssen sie mit der Ernährung zu uns nehmen. Wenn davon ein Mangel auftritt, werden wir krank. Zweitens, während eine durchschnittliche Nahrungsergänzung 50 bis 60 verschiedene Wirkstoffe enthält, enthält Spirulina 400. Ihr Vitamin B12-Gehalt wird nur von Muttermilch übertroffen. Über die Wichtigkeit von Vitamin B12 kann man im Punkt A lesen. Drittens, Spirulina besteht hauptsächlich aus Chlorophyll. Das ist das gleiche Molekül wie Hämoglobin. Der einzige Unterschied ist, dass es statt Eisen Magnesium enthält. Darum wirkt Spirulina so gut auf die blutbildenden Organe. Man spricht auch im Scherz von grünem Blut. Viertens. Die beste Spirulina der Welt kommt von der Firma DXN aus Malaysia. Das bestätigen viele Zertifizierungen von unabhängigen Gremien. 4 Tabletten davon enthalten einen Nährwert von 1 Kilogramm Gemüse. Das ist eine gute Nachricht für werdende Mütter, die an Übelkeit und Appetitlosigkeit leiden. Fünftens. Die NASA hat Spirulina ins Menü von Astronauten aufgenommen, weil Spirulina ein sogenanntes Superlebensmittel ist. Das Merkmal von Superlebensmitteln ist,
Wenn wir ausschließlich von ihnen leben würden, könnten wir trotzdem gesund bleiben. Wie wir wissen, ist einseitige Ernährung sehr ungesund. Sechstens. Der Ganoderma-Pilz kann die Sauerstoffzufuhr der Zellen deutlich verbessern. Im Punkt B habe ich darüber geschrieben, wie wichtig es ist, während der Schwangerschaft die Sauerstoffversorgung des Babys aufrechtzuerhalten. Wir können aus Erfahrung sagen, dass der Verzehr von Ganoderma-Extrakt beim Beginn der Entbindung für Neugeborene eine Extradosis Sauerstoff während der Geburt sichert. Siebtens. Der Ganoderma-Kaffee ist ein Premium-Kaffee aus Arabica-Kaffee mit Ganoderma-Extrakt. Die Hauptsache ist die Ganoderma, die die unangenehmen Nebenwirkungen des Koffeins neutralisiert. Kein Herzrasen, keine Magengeschwüre, kein Bluthochdruck. Ganoderma senkt den Schlafbedarf unseres Organismus und sichert erholsamen Schlaf. Es aktiviert unser Immunsystem und stärkt damit die Heilkräfte des Körpers. Es schützt vor Viren und stellt das Gleichgewicht des Körpers wieder her. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt und überdosieren kann man nicht. Achtens. Der gleichzeitige Verzehr von Spirulina und Ganoderma bringt 600 verschiedene Wirkstoffe in den Körper. Spirulina und Ganoderma vervollständigen einander. Wovon eines wenig hat, hat das andere viel. Die traditionelle chinesische Medizin sieht Ganoderma als den König der Heilpflanzen an. Also können wir Spirulina als Königin bezeichnen. Sie wollen, dass Ihr Baby sich wohlfühlt und im Bauch gesund wächst, nicht wahr? Informieren Sie sich, abonnieren Sie unseren Newsletter oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Informieren kostet nichts und trägt kein Risiko.